Hallo, da seid ihr wieder, ne? Ja, herzlich willkommen zurück hier bei der wilden Fahrt mit der Wasser-Rafting-Bahn, ne? Also hier in Falkenstein, ne? Erde-Einsammelprojekt, sagen wir es mal so. Wir müssen ja auch die Gewässer sauber halten, ne? Also nicht irgendwas ins Wasser schmeißen, nee. Auch natürlich wieder rausholen, ne? Den Dreck. Denn Wasser ist kostbar und das ist ja schließlich auch unser Lebenselixier. So. Ist klar, natürlich kann man nicht immer alles. Man kann nicht immer alles wieder rausholen. Ah, ich sag mal, unser Abwasser. Und da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ja. So. Also. Jetzt gehen wir nochmal hoch, ne? Jetzt gucken wir uns nochmal das Ganze an. Und jetzt möchte ich wissen, warum das nicht so funktioniert hat. Also, wo haben wir denn... Jetzt muss ich das hier wegmachen, oder was? Da ist Wasser, da ist kein Wasser drin. Da ist Wasser drin, da ist Wasser drin. Da ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser. Vielleicht sollten wir erstmal nur eine Bahn aktivieren. Wasser, 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 Wasser. Ich glaube, es lag daran, weil da noch die Erde oben drauf lag, ne? Wasser, Wasser, kein Wasser. Der hat kein Wasser. Warum hat der kein Wasser? Jetzt hat er wieder Wasser, ne? Der hat Wasser, der hat kein Wasser. So. Zack, zack, zack. Der hat kein Wasser. Ich glaube, es liegt wirklich daran, weil der Erde war, ne? Der hat auch kein Wasser. Was ist denn hier? Warum haben so viele kein Wasser? Wasser, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Okay, jetzt haben wieder alle Wasser. Das heißt, wir machen hier zack, zack den. Und hier zack, zack den. Und dann machen wir jetzt hier überall. So, ne? Man sollte auf jeden Fall... Es müsste praktisch jetzt funktionieren. Ohne Mängel. Ah, jetzt geguckt, ob der... Ne, ich hab den nicht getauscht, ne? Den nicht getauscht mit Wasser, oder? Da hat er ein bisschen abgeschmatzt, der Typ. Aha, der hat nämlich kein Wasser. Jetzt hat er wieder Wasser und die haben alle Wasser. Okay. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Also ich bin aufgeregt. Wir können das ja direkt so machen einfach. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dass das Signal überall genug da ist. Machen wir hier hinten auch. Dann zack einfach dran. Ne? Hier so zack, zack. Bemsi, dann läuft das. Okay. Generalprobe die nächste. Schneller, schneller, schneller. So sieht es schon mal verdammt gut aus, möchte ich sagen. Schaut mal, so ist schon mal das Tor gegeben, ne? Das sieht schon mal gut aus. Also ich finde es super. Also selbst wenn man jetzt hier hinschwimmt, müsste man als Monster zwei Wasser durchqueren. Okay, warum jetzt hier oben sowas ist und da nicht?
Das ist eine andere Sache. Platsch. Jetzt muss natürlich das Wasser auch immer funktionieren. Das heißt, es muss jetzt, wenn ich es jetzt wieder aktiviere, muss es natürlich auch komplett eingesaugt werden wieder. Und alle müssen mit Wasser vorhanden sein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Die Frage ist nur, warum? Warum funktioniert es nicht? Wo ist jetzt hier schon wieder das Problem? Der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser. Der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser. Der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser. Der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser, der hat Wasser. Der hat Wasser, der hat Wasser. Jetzt bin ich ein bisschen... Der hat, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat. Okay. Woran liegt es? Ich weiß woran. Oh nein, echt? Wir müssen wirklich... Verdammt. Ja, wir müssen wirklich alles auf eine Bahn reduzieren. Der hier hat kein Wasser. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich alles auf eine Bahn reduzieren. Der hier hat auch kein Wasser. Also hier funktioniert es an dieser Stelle nicht ganz so gut. Dann hat der ja auch keins, ne? Die Frage ist, warum nicht? Der hat auch keins. Okay. Wir müssen es reduzieren. Wie können wir es reduzieren, dass es noch gut aussieht? Im Grunde muss ich ja dann die innere Reihe weg. Ich hoffe, dass es das Richtige ist, was ich jetzt tue. Ich glaube, es haben sich hier nämlich unendliche Wasserquellen gebildet. Ja, haben sich gebildet. Seht ihr das? Aber auch nur dadurch, weil das hier nicht richtig funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Das ist die Frage. Warum hat es nicht funktioniert? Ich meine, läuft es besser, wenn ich nur eine Sache hier mache?
Oder bilden sich dann auch unendliche Wasserquellen? Das ist wieder die Frage über die Frage, über die Frage, ne? Hintergrund. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Materialien hier wieder, ne? Also. Liegen lassen können wir sie nicht. So. Will ich auch gar nicht, ne? Hier die ganzen guten Werfer, die können wir hier nicht liegen lassen. Das geht so nicht. Oh Gott, was guckt mich jetzt hier für ein Creeper an? Hier sind Eimerchen mit Wasser. Oh, hier ist noch ein bisschen Erde. Hey, na, was machst denn du hier? Du willst aufs Gesicht? Kein Problem. Kein Problemchen. So, jetzt kann ich natürlich nicht mehr tragen. Das ist schlecht. Kann ich hier irgendwas abgeben noch? Na, hier den Eimer, ne? Zack. Und hier Gerüste und hier sowas vielleicht und das hier und machen wir so, genau. Können wir wenigstens noch ein paar Eimer nehmen. Und wir sehen, es ist Nacht. Ja, hier kommen, den Eimer will ich jetzt eigentlich nicht verschwenden. Den Eimer will ich jetzt nicht verschwenden. Dann lieber den Knopf hier weg, ne? Und dafür einen Eimer dahin. So, gib mir den Eimer. Und dann müssen wir gucken. Na gut, wir könnten vielleicht eine Beleuchtung da reinbringen, ne? Geht noch nicht, geht noch nicht. Ich würde gerne wissen, warum das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Habt ihr vielleicht eine Idee, warum das nicht funktioniert hat? Also ich meine, wenn es jetzt mit einer funktioniert, dann ist ja klar. Ich glaube, ich weiß wieso. Ich glaube, ich weiß wieso. Das wird jetzt auch nicht funktionieren, wetten? Es werden welche leer bleiben. Es werden welche leer bleiben. Denn ich glaube, wenn das Wasser hier runterläuft und, ne, dann wird der hier zwar runterlaufen, aktiviert. Ah, wir müssen eine Verzögerung reinkriegen, glaube ich. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Es werden welche überbleiben und ohne Eimer sein. Also ohne Wasser drinne. So, jetzt ist das ja so. Jetzt gucken wir uns mal von außen an. Interessant, hat trotzdem zwei, ne? Das ist ja gar nicht so schlecht. So, und jetzt nochmal dann, Ja, Quatsch, wir waren das voll. Jetzt deaktivieren wir das nochmal und dann wird es nämlich so sein, dass der eine Eimer... Seht ihr da? Also genau das, was ich gesagt habe, nämlich die... Ich weiß auch nicht, wie ich das Problem lösen soll. Kaffrunde, das kann man vergessen, ne? Na gut, doch, ich weiß, wie ich das Problem lösen soll. Ja. Ist zwar nicht ganz so schick dann, aber ja. Lässt sich halt nicht ändern. Einer von denen hat nämlich jetzt hier kein Wasser drin, das wird der hier sein, genau. Packen wir gleich mal ein neues. Ach, brauche ich gar nicht reinpacken. Eigentlich kann ich das hier.
Ja, wir haben Problemi. Wir müssen, ja, gut, ja, Cheater. Schade, ich habe gedacht, das würde so funktionieren. Ärgerlich, ärgert mich. Es ärgert mich ein bisschen dolle. Wir müssen jetzt da hinten hinschwimmen. Und hier das Wasser wegmachen, damit wir da jetzt den Abstieg haben, genau. Müssen wir dann irgendwie eine Treppe hochkriegen. Ach, ich hab's befürchtet. Ich hab genau das befürchtet, was jetzt gerade eintrifft, ne? Oh Mann, ey. Verdammte Axt, ey. Verdammte Axt, ey. Das will ich so nicht. Ich will das Tor nicht ändern. Entweder haben wir kein Wasser oder wir müssen das Tor ändern. Holly, sag doch mal was. Holly, jetzt was ist eine heilige Kuh, hm? Holly, mach mal Mu. Mu. Ah. Schön, dass du versuchst, mich aufzumuntern, aber es bringt nichts. Verdammt, ey. Verdammt, nicht noch eins. Wie können wir das dann noch so ändern? Ach so, da ist immer noch das Wasser, ne? Hm. Ich überlege gerade, wie man das am besten ändern kann. So be... wie nennt man das denn? Be... nicht bescheuert, nein! Mensch, wie nennt man das denn? Bewandert in der Wassertechnik hier, in meine Kraft. Warum geht jetzt hier das Wasser nicht weg? Ach, wegen da oben, ne? Ja, wegen hier. Wegen da. Jetzt geht's hier nämlich auch weg, ne? Wobei, wartet mal. Würde es nicht vielleicht sogar funktionieren, wenn ich das so mache? Wartet mal, wir machen das mal. Wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Gang, ne? Und die Folge ist vorbei, ich weiß. Ich weiß. Würde es nicht gehen, wenn ich die so setze? Moment. Wie sind da? Da ein. Da ein. Da ein. Und hier ein. Ja, jetzt geht das wieder nicht. Oh Mann. Ah,
So, dann müsste doch theoretisch... Dann müsste doch theoretisch hier ein normaler Block hin, da ein normaler Block hin, da ein normaler Block hin und da ein normaler Block. Und der da müsste auch weg und da müsste auch ein normaler Block hin. Und dann müsste das eigentlich, dann muss es eigentlich funktionieren, ne? Dann muss es ja funktionieren. Wenn ich das dann so mache. So, ein normaler Block. Zack, normaler Block. Zack, normaler Block. Zack, normaler Block. Haben wir auch alle, ja, ne? Ja. Also wisst ihr, wie ich das meine? Es müsste doch eigentlich so funktionieren. Werfer. Ein paar Wassereimer haben wir ja. Ich weiß es nicht. Ach, Freunde, ey. Es ist gar nicht so einfach. Wir haben jetzt schon die zweite Folge damit, ne? Ich kletter jetzt hier nochmal hoch und dann ist auf jeden Fall erstmal in dieser Folge Feierabend. Ne? Und dann sehen wir uns hier von dieser Stelle wieder in der nächsten Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!